You cannot experience open heaven. Du kannst keinen offenen Himmel erleben. Until you know how to deal with closed heaven. Bis du weißt, wie du auch mit einem geschlossenen Himmel umgehst. If you don't know how to deal with closed heaven. Wenn du nicht weißt, wie du mit einem geschlossenen Himmel umgehen kannst. Forget about open heaven. Dann vergiss mal schön den offenen Himmel. We do not wrestle against flesh and blood. Dass sich unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Our battle. Unser Kampf is in the heavenly level. Findet statt in diesen himmlischen Bereichen. And that's a warning sign. Und das ist doch ein Warnsignal to those für diejenigen, that is teaching the body of Christ how not to go into war. Die den Leib Christi lehren, dass man nicht in geistlichen Kampf gehen möchte. Dieses Fühl-Dich-Gut-Evangelium in Europa, that is all about us, wo es immer nur um uns geht, how we feel, wie wir uns fühlen, is wrong. Das ist falsch. It's a bad news for the body of Christ. Das ist ein schlechtes Evangelium für den Leib Christi. Because it's causing us to be weaker and weaker and weaker. Weil es bewirkt, dass wir schwächer und schwächer und schwächer werden. And it's causing us to be a coward. Und es bewirkt, dass wir zu Feiglingen werden. But Paul says, aber Paulus sagt, as a child of God, als Kind Gottes, you must know, du musst wissen, that there is a battle, da ist ein Kampf in the heavenly places, an himmlischen Orten. Think about it. Denk drüber nach. God said to the children of Israel, Gott sagt den Kindern Israels, I am taking you out of bondage. Ich nehme euch raus aus der Gefangenschaft. I am bringing you into a promised land. Ich bringe euch in ein verheißenes and Land. Then, und dann, in the promised land, im verheißenen there was Land, giants there. Da waren Riesen. Enemies. Feinde. Giant. Riesen. They were in the promised land. Im verheißenen Land. And they refused to go. Und sie weigerten sich zu what gehen. Does that tell you? Was sagt ihr das? It tells you, es sagt ihr, that anytime jedes Mal, you receive a prophecy, du eine Prophetie empfängst über deinem Leben, be rest assured, sei ganz sicher, there is an enemy, da ist ein Feind, that is gonna fight, der wird dich bekämpfen, that prophecy, der wird die Prophetie not bekämpfen, to pass, dass sie nicht geschieht. And so if you are like that, also wenn du so bist and you are bound, und du bist gebunden and you are not warring, und du bist nicht bereit, in den Krieg zu gehen, you will stay your whole life, dann wirst du dein ganzes Leben with your prophecy, mit deiner Prophetie never fulfilled, bleiben, dass sie unerfüllt bleibt. Because the day you receive that prophecy, an dem Tag, an dem du diese Prophetie empfängst, is the day the kingdom of darkness heard about it. Das ist der Tag, an dem das Königreich der Dunkelheit auch davon erfahren hat. And from that day, und von diesem they Tag an into war against you. Sind sie in den Kampf eingegangen gegen dich. They go into your promised land. Und sie gehen hinein in dein verheißenes Land. And they stay there. Und sie bleiben da. And they say, let's see how we can come and possess it. Und sie sagen, lass uns jetzt mal schauen, wie er oder sie kommt und das in Besitz nehmen möchte. So if you are the one that believe in the teaching, also wenn du derjenige bist, der an diese Lehre glaubt, that you shouldn't do anything, dass du gar nichts machen sollst, then your enemy, dann ist dein Feind, will keep possessing your promised land, er wird weiterhin schön auf deinem verheißenen Land sitzen possessing bleiben your health, und deine Gesundheit in Besitz possessing nehmen, possessing your sound mind, deinen klaren Verstand besetzen, possessing your marriage, deine Ehe besetzen. So I want you to rise, und ich möchte, dass du aufstehst enough is und sagst, genug ist enough is enough. I will no more sit down. Ich werde nicht einfach herumsitzen. For the enemy. Für den Feind. To possess what belongs to me. Dass er besetzen kann, was mir gehört. I will rise. Ich werde aufstehen. And I will come against it. Und ich werde dagegen and angehen. That's why we are teaching you in this church. Und das ist, was wir dich hier in dieser Gemeinde lehren. How to pray. Wie du betest. How to fast. Wie du fastest. How to pray midnight prayer. Wie du Mitternachtgebete betest. How to read the word of God. Wie du das Wort Gottes liest. How to worship. Wie du anbetest. Get lost in prophetic worship. Wie du dich regelrecht verlierst in der prophetischen Anbetung. Das sind die Schlüssel, wie du das Reich der Dunkelheit überwindest. That's why we are teaching you in this church. Und das ist, was wir dich lehren in dieser Gemeinde. Open your mouth, wie du deinen Mund öffnest. And prophesy, wie du prophezeist. Into your circumstances, in deine Umstände. Into your life, in dein Leben. Into the life of your children, in das Leben deiner Kinder. Because that is how, weil das ist you genau, win the kingdom of darkness. Wie du ankämpfst und gewinnst gegen das Königreich der Dunkelheit. If you must win the battle, wenn du den Kampf wirklich gewinnen möchtest, realm, im geistlichen Raum, to have open heaven, um diesen offenen Himmel I zu haben. Want you to know, ich möchte, dass du you weißt, must confront those things that are confronting you. Du musst konfrontieren, was dich konfrontiert.